Endlich hat es mal geregnet. Das wurde aber auch Zeit. Das war alles so dermaßen ausgetrocknet. Ich konnte die ganze Zeit gar nichts im Garten machen. Die Erde war so steinhart, dass ich das Unkraut gar nicht rausgekriegt habe. Rasenmähen konnte man auch nicht. Das wäre total ausgetrocknet sofort. Aber man soll ja sowieso nicht so viel mähen, so oft, wegen der Bienen. Blühte auch noch ganz schön viel. Die Lebensräume sind eingegangen letzten Sommer, wie das so trocken war. Klimawandel, klar. Von diesem Stückchen Land könnte eine vierköpfige Familie sich mit Gemüse versorgen und Obst. Hat mir ein Landwirt gesagt. Aber ich habe leider kein Händchen für Seen und Gärtnern. Viele bauen ihren eigenen Salat und Gemüse an, Obst. Gerade die jüngere Generation, meine Tochter auch. Und Freunde von ihr. Eine Freundin züchtet alte Apfelsorten. Eine andere hat jetzt eine professionelle Gärtnerei aufgemacht. Gemüsegärtnerei. Und verkauft regional. Wieso erzähle ich euch das alles? Was hat das alles mit der Klimakrise zu tun? Es ist so, wenn du dein Gemüse selber anbaust, dann oder auch bei der Nachbarin regional einkaufst, dann werden die Wege kürzer. Das Gemüse und das Obst müssen nicht mehr um die halbe Welt gekarrt werden, um irgendwo gewaschen zu werden, wo die Löhne billig sind, dann wieder zurück und dann im dritten Land verkauft zu werden. Das ist doch Wahnsinn. Muss ich im Winter Erdbeeren essen? Nein, muss ich nicht. Wenn die Wege kürzer werden, wird weniger hin und her gefahren, weniger Benzin wird verbraucht und weniger CO2 kommt in die Luft. Da ist der Zusammenhang zum Klima. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, in einer Kleinstadt im Sauerland. Und als ich Kind war, da hatten fast alle Familien einen eigenen Hausgarten. Viele hatten auch ein Schwein, das kriegte die Küchenabfälle. Es gab nicht mal einen Laden in der Kleinstadt, wo man Kartoffeln oder Möhren hätte kaufen können, hatten die Leute alle selber im Garten. Dann kamen die Supermärkte. Die Lebensmittel waren super billig. Die Leute waren froh, dass sie nicht mehr im Garten schuften mussten. Aus den Gärten wurden Ziergärten und Parkplätze. Die brauchte man aber auch, denn jeder brauchte jetzt ein Auto. Allein schon, um zum Supermarkt zu kommen. So, jetzt wird es aber auf der Erde immer wärmer und jedes Auto trägt dazu bei, dass es noch wärmer wird. Die Trockenzeiten werden immer länger. Meine Lebensräume im Garten sind schon eingegangen. Vielen Menschen macht das Sorge. Aber viele Menschen tun auch was und verändern was und bauen zum Beispiel selber Gemüse an. Auch in der Stadt, sogar auf dem Balkon. Es kostet vielleicht ein bisschen Überwindung, selber Gemüse anzubauen. Ist ja auch Arbeit, ist dreckig und so. Und man fragt sich, ob sich das lohnt, bei den Preisen im Supermarkt. Aber wenn man den Schaden von dem Spritverbrauch dazu rechnet, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Und das muss man ja auch eigentlich, man muss es dazu rechnen. Man könnte es auch machen, man hat es sogar schon gemacht. Und es hat sogar funktioniert. Mit der Ökosteuer sollte der Spritpreis langsam allmählich angehoben werden, damit man sich daran gewöhnen kann, damit man sich darauf einstellen kann. Es sollte 3 Cent pro Liter im Jahr sich erhöhen. So, das hat dazu geführt, das hat sogar funktioniert, denn 6% ist der Spritverbrauch zurückgegangen. So, 2003 war damit Schluss. Schröder hatte das versprochen. Die Bild-Zeitung hat kräftig mitgeholfen. Das könnte man aber ja auch wieder zurückändern. Am besten ohne die Ausnahmen für die Wirtschaft. Dann sähe das vielleicht... Dann sieht das vielleicht in meiner Heimatstadt bald wieder so aus. Statt so. Hier nochmal, finden Sie den Unterschied heraus. Diese Bilder habe ich mir ausgedacht. Ich habe mir die Stadt im Sauerland so gezeichnet, wie ich sie mir wünsche. Könnte ja sehr schön sein.